Es ist das Duell der beiden schwächsten Rückrundenmannschaften der Ligby-Moly-Handball-Bundesliga. Wenn die Rhein-Neckar-Löwen auf den Bergischen HC treffen, Juri Knorr und Co. auf der Suche nach Konstanz im Ligabetrieb. Der Bergische HC will nochmal den letzten Hoffnungsschimmer greifen, um potenziell doch in der ersten Handball-Bundesliga zu bleiben. Es eröffnete sich ein temporeiches Spiel beider Mannschaften, in der Michael Appelgren in der ersten Halbzeit zu Höchstleistungen auffuhr. Der Schwede kam auf 10 Paraden, hingegen Christopher Rudek nur auf eine. Der Bergische HC ließ sich allerdings nicht abschütteln, stellt durch Noah Bayer auf 9:9. Der Bergische HC mit keiner schlechten Partie an diesem Freitagabend. Es schlichen sich allerdings die technischen Fehler bei den Gästen aus dem Bergischen ein und die Rhein-Neckar-Löwen nutzen dies, kamen immer wieder über ein gutes Tempospiel. Tobias Reichmann hier entsprechend erfolgreich. Es war Zeit für Wechsel bei Sebastian Hinze. Andreas Holz nach langer Zeit mal wieder auf der Platte, hier mit dem wunderschönen Assist auf Yannick Kohlbacher. Der Halbzeitstand 19:16. Den Start in den zweiten Durchgang, der gebührte den Rhein-Neckar-Löwen. Christopher Rudek nach wie vor mit einer unglücklichen Leistung bis hierhin. Er steigerte sich im Laufe des zweiten Durchgangs, konnte einige Paraden zeigen. Allerdings ließ die Abwehr ihn im zweiten Abschnitt immer wieder im Stich. Kierke Lücke mit dem wunderbaren Assist für Yannick Kohlbacher, der heute 4 Treffer erzielen konnte. Der Bergische HC gab sich nicht auf. Krikic sorgte für Durchschlagskraft. Mit dem entsprechenden 3:0-Lauf für den Bergischen HC konnten die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, aber die Rhein-Neckar-Löwen overall zu clever und mit jeder Menge individueller Qualität bestückt. Juri Knorr mit einem herausragenden Spiel. Die Rhein-Neckar-Löwen schlagen den Bergischen HC mit 35:29. Ich hatte jetzt nicht das letzte Gefühl, dass der BHC hier an die Punkte glaubt, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe auf der Bank zu Joel auch gesagt, eine Mannschaft, die noch mehr Fehler macht als wir, ist schwierig zu finden momentan, aber da sieht man schon, dass die angeschlagen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, wir haben das dann über große, weite Strecken solide gespielt und ja, ein paar schöne Tore auch gemacht. Ich glaube, ein bisschen zu viele Gegentore, da muss man kein Prophet sein, obwohl Apfel richtig gut gehalten hat. Ja, schwierig jetzt. In der ersten Halbzeit kriegen wir, glaube ich, 19 Tore, schießen selbst 16. Gehen dann mit minus 3 in die Halbzeit, aber es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Aber dass wir halt 19 Tore in einer Halbzeit bekommen, das darf nicht passieren, weil wir uns über die Abwehr und über eine harte Abwehr definieren wollen und dann die Rückraumwürfe müssen wir besser verteidigen. Die Löwen dürfen feiern. Für den Bergischen HC setzt es die 12. Niederlage in Serie. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein